Umso besser man die Kundenbedürfnisse abholt, umso mehr Cashflow generiert man schlussendlich, umso höher steigt dann auch irgendwann die Unternehmensbewertung. Gut, herzlich willkommen heute im Gespräch mit Florian König. Florian, der Unternehmenszweck für Markenberater, ein ganz großes Thema im Augenblick. Die erklären den Top-Managern, ihr müsst nicht nur erklären, wo ihr bei Bilanzpunkten oder Aspekten stark seid, sondern ihr müsst auch der Öffentlichkeit, den Kunden, den Stakeholdern, wie man so schön sagt, erklären, was euer größerer Zweck ist. Was tut ihr Gutes für die Welt? Ist das was, worauf auch Analysten sehr genau schauen? Ja, an sich kann man sagen, dass man da eine Win-Win-Situation finden kann. Also ein Unternehmen sollte nicht nur das reine Gewinnstreben haben, sondern es sollte, wenn es langfristig erfolgreich sein möchte und langfristig mir als Investor gute Renditen bringen soll, dann soll es schon wirklich Kundennutzen erfüllen. Es soll was Gutes für die Gesellschaft machen, den Lieferanten mit ins Boot nehmen, weil er entsprechend auch Mitarbeiter hat, die eine Jobsicherheit haben. Die eigenen Mitarbeiter sollten motiviert sein, weil wenn ich was Gutes bewege, dann sind meine Mitarbeiter auch intrinsisch motiviert und wollen selber Eigeninitiative zeigen. Sind gute Die Markenbotschafter. gute Markenbotschafter, die setzen jetzt nicht so auf ihr Gehalt, sondern wenn ich was Gutes tue, dann auch gerne zu einem geringeren Gehalt oder wie auch immer. Und wir haben ja einige Positionen im Portfolio, zum Beispiel Wyman. Das ist unser Seniorendorfbetreiber aus Australien-Neuseeland. Die machen das ganz spannend. Die haben gesagt, wir möchten die Pflege so gestalten, dass sie gut genug ist für Mutti. Und so holt man seine Mitarbeiter ab. Das So, überzeugt immer. genau, das überzeugt immer. Man richtet im Prinzip dann ganz vernünftige Wohnheime ein, die alles haben, die Freizeitmöglichkeiten haben. Man kann da schwimmen, man kann da andere Sportaktivitäten machen, man kann ins Kino. Das heißt, man hat für diese Bewohner ein Rundum-Sorglos-Paket. Und wichtig, was es sehr selten gibt, vor allem hier in Deutschland, wenn jetzt zum Beispiel ein älteres Pärchen da zu Wyman geht und so ein Wohnrecht kauft, dann ist es so, dass die auch nicht getrennt werden. Wenn jetzt zum Beispiel einer pflegebedürftig wird, dann bleiben die trotzdem zusammen in ihrer Wohnung und man trennt sie nicht. Sehr wichtiger Aspekt, Das ja. ist absolut wichtig, weil das ist auch sehr, sehr tragisch, wenn das dann zu sowas kommt. Und das ist halt was, wo man die ganze Gesellschaft mit ins Boot holt. Und bei Wyman ist es auch so, die kaufen ja größere Grundstücke in Australien, in Neuseeland und da kümmern sie sich darum, wie ist denn die Region, wo ich da gerade das Grundstück gekauft habe, ausgestaltet? Gibt es da irgendwelche regionalen Vorbilder? Und wenn es die gibt, dann fragen sie sozusagen die Bewohner, hey, wir wollen da eine große Einrichtung schaffen, die bietet das und das. Sucht mal einen vernünftigen Namen aus. Und dann kommen da die Namensvorschläge und sie wählen dann den besten aus, der für diese Region am knackigsten passt. Das heißt aber auch, man hat die Wurzeln dann gleich in der Region, man hat einen guten Ruf, man hat eine gute Nachfrage und die gute Auslastung sorgt auch dafür, dass man den Mitarbeitern auch einen guten Lohn zugestehen kann und so auch die besten Mitarbeiter bekommt. Dann ist es ein Kreislauf. Wenn ich die besten Mitarbeiter habe, kann ich auch die besten Pflege gewährleisten, steige meinen Ruf und darüber hinaus kann ich dann auch meine Einrichtung gut auslasten. Ein sehr einleuchtendes Beispiel. Hat denn irgendwann mal irgendjemand untersucht, ob es einen kausalen Zusammenhang gibt zwischen Firmen, die ihren Unternehmenszweck gut erklären können, und dem Erfolg an der Börse? Sind die, die es gut erklären können, auch erfolgreicher mit der Aktie? Das ist mir jetzt so keine Studie bekannt, aber aus meiner Erfahrung kann man das schon sagen, dass zum Beispiel das Thema nachhaltig nochmal betrachtet, das ist ja auch ein riesen Modewort, aber die Unternehmen, die sich aufstellen können und über dieses Thema nachhaltig nachdenken, die sind meistens auch schon so gut im Fundament, die erzielen teilweise so gute Cashflows, dass sie einen gewissen Burggraben haben und dass sie dann halt dafür sorgen können, dass sie alle mitnehmen. Und so
ist das langfristig dann auch der Fall, dass zu einer guten Aktienperformance führt? Wo das nicht so gut gelaufen ist im vergangenen Jahr, ist zum Beispiel iRobot. Von iRobot habe ich im Prinzip einen Saugroboter daheim, der mich unterstützt beim Haushalt. Das ist für mich schon ganz nützlich, weil all das, die Zeit, die ich da spare, kann ich jetzt nutzen, um über Investments nachzudenken, um Freizeit zu genießen, um sich meine Familie zu kümmern. Das heißt also, alles, was ich da spare, ist besser woanders eingesetzt. Aber noch intensiver ist dieses Beispiel bei zum Beispiel Rentner oder die ältere Bevölkerung unter uns. Wenn die halt so eine Hilfe haben im Haushalt, einen Staubsauger oder einen Wischroboter, der das automatisch macht, dann sorgt das dafür, dass da halt auch weniger Unfälle gibt, die Wohnung vernünftig aussieht und sie sich an sich wohlfühlen. Und das bietet eine bessere Lebensqualität. Und iRobot will da im Prinzip noch weitergehen und vielleicht in den nächsten 5 Jahren einen richtigen Haushaltsroboter auf den Markt bringen, der einen auch mal ein Getränk aus dem Kühlschrank holt, der ihn dann richtig unterstützen kann im Haushalt. Das heißt, man kann die ganze Sache thematisch von hinten aufziehen. Wer einen guten Unternehmenszweck hat, einen simplen, klar erkennbaren, der hat auch ein gutes Geschäftsmodell und dann hat er, wenn er auch gut gemanagt ist, einen guten Aktienkurs. Und genau, langfristig einen steigenden Aktienkurs, weil umso wichtiger, umso besser man die Kundenbedürfnisse abholt, umso mehr Cashflow generiert man schlussendlich, umso höher steigt dann auch irgendwann die Unternehmensbewertung. Vielen Dank, Florian König. Gerne.